Olympia ist natürlich cool, gar keine Frage. Es ist auch wirklich das Nonplusultra, was an Sport geht. Aber letztendlich ist es nichts anderes als ein normales Skirennen. Von daher wollte ich immer irgendwie mal zu Olympia. Habe auch jeden Wintersport damals gemacht, als kleines Kind. Aber bis 16 war es dann Alpinskifahren und es funktionierte auch nicht so wie erwartet. Und dann kam irgendwie ganz unverhofft mit 18, 19 Jahren dann mal die Idee, dass ich einfach Bobfahren probiere. Und seitdem es so gut klappt, ist natürlich jetzt Olympia das größte Ziel. Es ist eine Wahnsinnserfahrung. Es ist ja, wirklich ein riesen Erfahrungswert, der dazukommt. Es ist ein unheimliches Gefühl, dabei zu sein. Olympia ist, glaube ich, für jeden Sportler, der eine olympische Sportart betreibt, das Größte. Und das ändert auch nichts, wenn man es schon mal erlebt hat. Das ist genauso wieder das Kribbeln da und natürlich die Vorfreude. Es ist einfach anders. Und ich habe es ja als Spieler selber miterleben dürfen, dreimal. Und es ist halt, ja, sind keine Playoffs nicht, das sind keine Weltmeisterschaften nicht. Es ist ein, ja, sein eigenes Turnier mit einer enormen Größe, auch weltweit. Und deswegen nee, ist das so besonders. Absoluter Traum für mich. Ich bin in Altenberg aufgewachsen, einem Wintersportort. Und mein ganzes Leben dreht sich irgendwie schon immer um Wintersport. Und das ist, ja, ist ein absoluter Traum, der da wahr wird, wenn wir dann dahin fahren.